Freunde, willkommen zur Road to Dark Matter Folge mit der Saug. Das ist ja die Black Ops 4 Saug 9mm, die jetzt auch hier am Start ist. Wir werden sie heute auf Diamant, also erst Gold spielen, ne, mit den Clips, Headshots und so weiter, Aufgaben und dann auch auf Diamant. Sieht sehr, sehr schön aus. Nee, ich wollte euch eigentlich kurz die Klasse zeigen. Die sieht bei mir jetzt so aus, mit Akimbo dann auch zum Schluss. Ohne Akimbo würde ich euch dann empfehlen, noch vertikaler Vordergriff draufpacken. Ansonsten wirklich eine sehr, sehr nice MP, die ist ja jetzt neu mit dem Battle Pass, der jetzt in Season 1 rausgekommen ist. Ich finde sowieso den Battle Pass eigentlich ganz nice, so der neue, wie der optisch gemacht ist. Klar, der ganz alte war am besten, aber ich will euch jetzt auch nicht lange auf die Folter spannen. Das ist soweit die Klasse gewesen, auch gerade erst Prestige gegangen. Dann lasst gerne ein Like aufs Video da, würde mich sehr freuen, auch ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr neu seid und natürlich für die Dark Matter Serie. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Bock noch weiterhin auf Warzone Videos habt und natürlich zusätzlich hier die Multiplayer Folgen. Schreibt mir da einfach mal in die Kommentare und jetzt viel Spaß mit der Runde. Bin für alles offen. Wieso mache ich eigentlich keine Headshots? Ich bin so blöd, ne? Ich denke die ganze Zeit leveln. War Headshots mit MP. Sollte ich ja eigentlich mitnehmen. Oh ja? Das gefällt mir. Triple Headshot mit Quad. Okay. Vorsichtig hier weitermachen. Ich kann sagen, hier sind noch mehrere gespawnt. Ist zu Ende. Wo bin ich denn hier reingejoint? Einfach schon Orbi. Entspannt. Ich bin ja sogar links. Das hat ja gut. Alle da gespawnt. Das hat ja gut geklappt. Oh, Vikings auch wieder neu angefangen letztens. Ja. Liebe. Rookie habt ihr mir schon mal empfohlen. Hatte ich, glaube ich, mal angefangen. Aber wollte Jenny, glaube ich, nicht mitgucken und dann war es auch wieder relativ raus. Weil die Zeit, die wir zusammen haben, gucken wir dann schon meistens eher zusammen was. Nein, schieß doch. Ja, lol. Okay, also das ist krank. Headshot so. Nimmt man mit. Warte kurz. Headshot. Wenn auch kacke. Und... Nein! Also ich weiß einfach, dass das COD mir gefällt und gut ist, wenn ich... Oh, da steht er. Jeden Tag wieder Bock habe, einfach das Ding zu starten, mit euch hier reinzugehen, ne? Roms! Da wird jetzt aufgeräumt. Ach du Kacke. Die können ja einpacken. Die können ja komplett ausmachen. War nicht gerade noch einer? Nehmen wir kurz hier die Streak mit. Nein, die mit. Bin noch gar nicht richtig eingeaimt, erste Runde. Da findet direkt eine Zündung statt. Ich verbrenne vom Teammate. Es geht ja gut los hier. So, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich in deren System. Der hat mich nicht gerafft, perfekt. Da ist er doch. Nicht in meiner Nähe, okay. Oh. Oh. Jetzt kann's losgehen. Ah, oh, er ist hinterher und ich höre keine Steps, weil man keine Steps hört. Juhu! Oh, ich habe jetzt schon Rückschussfedern. Kannst du von mir aus gern raushauen. Auf Kopf. Double Headshot. Warte mal. Zack. Ich bin da.
75 Headshots da. Drin, Abfahrt. Bin schon wieder zu motiviert hier. Nächster. Geil. Dann mal hier schön gucken. Und dann in Spawn. Nein, hier sind die auf C. Doch nicht. Das war kein Gegner. Das war mein Charakter, der gerade geredet hat, okay. Nein, triff doch. 1-2 Heli. Ah, schönes Ding. Oh, ich liebe dieses Prestige-Logo, Mann. Ich überlege schon, ob ich noch weiter prestigen soll. Alle hier drin, oder? Aha. Mhm. Oh, Gottes Willen. Fast veraimt und reingechoked. Noch mehr hier. Und der Dead Slide. Da muss schon ein bisschen genauer werden. Das Movement ist so schön. Wenn die das irgendwie noch hinkriegen, dass sich das in Warzone auch so anfühlt. Geil. Weil bis. Oh, ein Heli sogar. Weil bisher ist ja nicht ganz so, ne? Und rote Tigerstreifen. Alles in einem geschafft gerade. Man muss echt im Gegner stehen, ne? Für nächste Nearkills. Einfach reingehalten. Und wieder einer. Guck mal. Also hier läuft eigentlich ganz gut. Und jetzt habe ich es gesagt, jetzt klappt keiner mehr. Aber egal. So vom Gefühl her. Wichtig. Sehr wichtige Kills. Oh mein Gott, spielen die Kacke. Wichtig. Schieß! Die lädt zu lange nach. Es wäre so eine geile Abschlusskette geworden. Aber gute nächste Nähe-Kills wieder. Nein. Für gleich Gold. Guckt ihr Football? Viele von euch. Schreibt mal rein, was ihr so an Sport guckt. Fußball, Football, Boxen. Was gibt's noch? Tennis. Handball. Da liegen. Ja, schön rausgeekelt da. Und Camo. Aber es waren wahrscheinlich die Bewegungskills. Frisches Brot schon geschnitten. Gegönnt! Was ein Spawn. Locker zwei aus nächster Nähe. Nein, Sprinter Fire. Genau, frisch geschnittenes Brot dann einfrieren. Um sich, wenn man dann braucht, zum Beispiel morgens dann halt zum Frühstück oder so, einfach dann schön immer zwei Scheiben oder so ab in den Toaster. Nicht zu heiß, einfach halt knackig auftauen wieder, schmeckt wieder absolut frisch. Das ist so mein Lifehack. Zählt einfach so auf nicht mal ganz so nahe Range. Ta. Das ist ja geisteskrank, die nahen Kills jetzt. Ich fühle mich richtig wohl heute. So offen entspannt mit euch hier. Lass mich mal kurz zu dem. Es geht ab. Ich mache auch, glaube ich, keine Camo drauf. Wir machen jetzt hier schön noch 9 Double Kills. Mit der Akimbo-Klasse hier. Ja, Double. Wo ist der nächste? Dann haben wir einen nach. Und? Wieder ein Double.
Oh, fast nochmal ein Double. Akimbo ist schon wild, ne? Kurz mal angucken, die Animation. Double. Ah, will so eine, am liebsten so eine Abschlusskette machen. Aber ist schon crazy. Ist das geil. Oh mein Gott. Nein! Damit kannst du ja so rasieren, Hardcore. Ist das heftig. Noch irgendwer da? Den ich noch Hallo sagen kann und muss und will? Double. Nein, Mann. So ein Mist aber auch. Double. Kurz nachladen. Die ist so präzise auch. Gold. Die schnellste Goldcam, die ich je gemacht habe, glaube ich. Ist das heftig. Sprint to Fire ist auch krass. Also hier vom normalen Sprint. Zack. 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 Tot. Pegelos schuld. Aber ist krass. So taktisch Sprint zu Feuer auch wild. Das ist nicht normal für eine MP, oder? So schnell. Zack. Ich weiß schon, was ich in Warzone bald mal testen werde. was müssen wir machen für Diamant? Dreierkills, ne? Ohne zu sterben, drei. Haben wir? Und nochmal, oder? Eins. Nee, das geht nicht. Zwei. Und drei. Noch zwei. Lauf nochmal. Nein! Oh, es wären dreifach Dreier gewesen. Und hab jetzt Gold für Saug und Akimbo ist ja wirklich. Einfach Liebe. Und das in Kombi mit Gold. Drei Kills uns zu sterben für Diamant. Zwei. Ich überlebe eh alles. Moment. Drei. Ah, sprinte doch! Das machen wir jetzt. Schön noch auf Diamant ziehen dabei. In der Goldrunde. Auf dieses Diamant. Ja. Krieg ich das HZ mit Akimbo? Ja, guck mal. Ja. Oh, du Arsch! Frechdachs. Wenn man sie hat. Was man braucht. Falsch gedacht. Ah, ich spiele jetzt auch mit Schnellfeuer, ne? Das ist ja komplett. Einfach viel zu wild nur. Ne, mit grünen Perks immer Ausrüstung kaputt machen, kriegt man mehr EP für. Oh, guck mal, wie schnell das HZ auch down geht. Damit. Zwei und. Einer noch. Drei. Diamant gleich da. Nein, Teammate! Wie dumm ist er denn? Ich hätte so die Abschlusskette gemacht. Aber, oh, das war ein schönes Diamant. Das ist einfach geschafft jetzt schon. In dem Sinne, Leute, wir haben es geschafft. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Waffe ihr als nächstes sehen wollt. Und lasst gerne ein Abo da. Schaut das letzte Video an, wenn ihr Bock habt. Und in der Beschreibung ist auch der Livestream verlinkt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Sind wir Tech Live. Und jetzt macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.